Und da sind wir auch wieder zurück zu einer weiteren Folge von SpongeBob. Und jetzt gehen wir mal in den nächsten. Oha, jetzt gehen wir mal in den nächsten Abschnitt. Ich bin echt mal gespannt, was da passiert. Ich habe euch hergebracht, damit ihr euch einer großen Herausforderung stellt. Ich habe Nerven aus Stahl und Muskeln aus Sand. Und Augen aus Gelee. Mein Poseidon wurde angegriffen. Von einem mächtigen Feind, den ihr bezwingen müsst. Dann mal los, eure Hoheit. Dann mal los! In dieser Ecke der Verteidiger des Poseidons. Ein kleiner, eckiger Bursche. Und sein Herausforderer. Ein riesiger, mörderischer Eichhörnchenroboter. Sieh mal, eine Giraffe! Ich glaube, ich muss nach Hause, um Gary zu füttern. Wir müssen hier eine Riesengiraffe besiegen. Haben wir das ja gerade von Patrick gehört. Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Also soll ich jetzt einfach draufhauen oder? Nein, das war zu spät. Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Ja, und wo? Oder muss ich auf... Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Great Barrier Reef! Ach so. Ach, deswegen fliege ich in die Luft. Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Jetzt bekommt der Roboter eine Tracht Prügel. Na komm, Sandy. Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Ich will spielen. Patrick, wir spielen nicht. Wir kämpfen um unser Leben. Ich will spielen. Oh, na gut. Spring und wirf den Kopf. So, wir spielen jetzt mit Patrick. Oh je. Der alte Wäscheleine. Oh Gott. Anscheinend hat Patrick da eine gute Gelegenheit. Ich glaube, ich muss es hier gegenwerfen. Was für ein schockierender Niederwurf durch Patrick. Na komm, Sandy. Seht ihr das Bild da hinten? Das ist doch aus der Folge Spitzkopf Larry. Anscheinend hat Patrick da eine gute Gelegenheit. Nein, komm her, Kopf. Hübscher fliegender Kopfding-Move von Patrick. Na komm, Sandy. Let's go. Nein, die hat mich getroffen. Strahlend weiß. So, einmal noch. Dann kommt die nächste Welle. Gib mir den Kopf. Echt viel Zeug herum. So ein elektrisierendes Match habe ich noch nie gesehen. Das war lustig. Du bist dran, SpongeBob. Der alte Wäscheleine-Move. Ey, ich bin doch hochgesprungen. Frisch wie eine Frühlingsblüte. Jawohl. Aufwärtshaken. Man muss manchmal immer so ein bisschen überlegen, wie das nochmal war. Das ist ja schon ein bisschen länger her. Okay, jetzt machen wir es richtig hier. Autsch. Ey, komm, ich hab's richtig gemacht. Weg ist es. Wenn das keine Gelegenheit für einen Blasenschlag ist, dann weiß ich auch nicht. Klasse Aktion von SpongeBob. Ich hab mir gerade frischen Schlüpper angezogen. Und das tut bestimmt weh. Okay, ich geb's auf. Ich spring da jetzt nicht mehr drüber. Das macht einfach keinen Sinn. Na komm. Der Roboter ist am Boden und da bleibt er auch. Was für ein Aufruhr hier im Poseidon. Also das war doch mal ein Kampf. Sag ihm, was er gewonnen hat, Johnny.
Eine neue Kraft, das Blasenbowling. Doch warte, da ist noch mehr. Ein goldener Pfannenwender. Und das ist noch nicht alles. Ein Geschenkgutschein von Dins kleinem Laden für getrocknete Fischflocken und Blumen über $5.32. Oh, vielen Dank. Das bedeutet mir so viel. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu weinen. Weine so viel du willst, aber nicht hier. Der Boden ist frisch gebohnert. Hey, Plankton. Ja, was gibt es? Ich habe mich nur gefragt, warum die ganzen Roboter scheinbar alle aus dem Abfalleimer kommen. Tun sie das? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Und dann ist da noch dieses große leuchtende Neonschild, auf dem Roboterhauptquartier steht. SpongeBob, wir sind doch Freunde, oder? Nein, nicht wirklich. Genau. Und als dein Nicht-Freund mache ich mir Sorgen um dich. Und zwar genau jetzt. Du denkst zu viel nach. Ich mache mir Sorgen, dass du dir wehtun könntest. Ich sag dir, was ich tun werde. Ich übernehme das Denken für dich. So kannst du dir nicht wehtun. Und du kannst weiter daran arbeiten, mich wieder in den Abfalleimer zu bringen. Danke, Plankton. Du bist der beste Nicht-Freund, den man sich vorstellen kann. Ich muss nicht mehr nachdenken. Na, wenn das mal immer so wäre. Okay. Sieht auf jeden Fall richtig schick aus. Wir haben jetzt den Roboter besiegt, die Riesen-Sandy. Und ja, ne, da ist Sandy auch Sandys Kuppe, sieht man, Polizeirevier, das Altersheim, wo mehr Frau Mann und Blaubarschbose immer rumgammeln. Gut. Möchte ich mal sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter und bis zum nächsten Monat rein. Ciao!